Das war's wohl gewesen. Auch der zweite Anlauf für Schwetzingen, den begehrten Welterbetitel zu erhalten, ist gescheitert. Die vierköpfige Delegation um Oberbürgermeister Dr. Pöltl ist zurück. In einem Pressegespräch berichtete er zusammen mit Andreas Falz von der Sitzung im russischen St. Petersburg, die sie über mehrere Tage bis zum Schluss begleitet hatten. Es war eine sehr, sehr intensive Woche. Also eine Woche, die wir alle nicht vergessen werden, weil wir tatsächlich eine Woche lang rund um die Uhr eingespannt waren. Bei dieser UNESCO-Sitzung ist natürlich auch ein tolles persönliches Erlebnis, mal zu erleben, wie 150 waren da, vielleicht sogar noch mehr. Es war eigentlich die Ausgangssituation, als wir kamen, dass wir weitgehend chancenlos sind. So war die Ausgangssituation. 2-5% war die Aussage der Botschafterin von der Ausgangssituation her, eben auch durch dieses ICOMOS-Gutachten. Und insofern waren wir jetzt, wenn man es jetzt in der Summe nimmt, mit dem Ergebnis gar nicht so unzufrieden, aber zwischendrin sah es sogar aus, als ob es noch besser ausgehen könnte zu unseren Gunsten. In der Sitzung selber sind natürlich Dinge passiert, die von niemandem von uns, auch nicht von der Botschafterin, zu erwarten waren. Also es war eine sehr, sehr spannende Geschichte. Dr. Pöltl, die Ablehnung, die kam ein bisschen erwartet, aber nicht gänzlich unerwartet jedenfalls. Es gibt ja noch eine Möglichkeit. Es ist noch nicht alles vorbei. Wie fühlen Sie sich jetzt nach diesem zweiten Anlauf? Ja, es war sehr, sehr spannend. Wir sollten ja eigentlich abgelehnt werden und haben es dann in der Sitzung erreicht, die Ablehnung sozusagen abzuwenden, indem jetzt die UNESCO und das Welterbekomitee entschieden haben, ihr habt einen sehr, sehr guten Antrag. Es ist eigentlich eine schöne Geschichte, was ihr gemacht habt, aber ihr solltet es noch ein bisschen anders profilieren und dann könnt ihr gerne nochmal wiederkommen. Also insofern haben wir mehr erreicht, als im Vorfeld zu erwarten war. Aber es wurde deutlich, dass es übergeordnete politische Erwägungen gibt, vor allem die Afrikaner. Die Staaten, die südamerikanischen, sagen halt, ja, muss es jetzt nochmal Schloss und Garten in Europa sein? Ihr habt so viele. Und sagen wir mal, die Differenzierungen, die natürlich in so einem Thema drinstecken, die werden dort eigentlich nicht so gesehen, wie wir sie sehen. Wir haben ja eigentlich uns beworben mit der Sommerresidenz und nicht in der ersten Linie mit dem Thema Schloss und Garten. Natürlich ist die Sommerresidenz Schloss und Garten, aber sie ist was ganz Spezifisches. Und dieses Thema wurde aber in der Sitzung so nicht weitergetragen und wir selbst konnten uns nicht äußern und das war dann äußerst schwierig. Der große Hemmschuh ist natürlich ICOMOS gewesen, aber da wollen wir jetzt gar nicht weiter drüber reden. Wird es eine Nachbesserung geben und wann wird mit dem dritten Anlauf vielleicht zu rechnen sein? Also nach heutiger Sicht gehe ich davon aus, dass wir keinen dritten Anlauf machen werden, weil wir realistisch genug sind zu wissen, dass wir unseren Antragsgegenstand nicht anders ummodeln können. Wir sind und bleiben eine Sommerresidenz, das ist Schwetzingen, das macht es aus. Das war in diesem Antrag schon der Fall, den haben wir bewusst auch so gestellt. Wir sind nicht irgendein x-beliebiges Schloss mit Garten, sondern eben eine ausformulierte und gelebte Sommerresidenz im besten Erhaltungszustand. Und wenn wir das nicht so durchbekommen, aus bestimmten oder welchen Gründen auch immer, dann hat es keinen Sinn, noch einen dritten Anlauf zu machen. Das wäre verschwendete Energie. Im Übrigen war es trotzdem ein toller Erfolg. Ich würde es nicht negativ sehen wollen, sondern positiv. Wir waren unter 22 weltweit ausgesuchten Städten, die für die Entscheidung zur Weltkulturerbe anstanden. Wir haben in der Sitzung sehr viel positive Rückmeldungen bekommen. Es gab ja sogar Staaten, die sagen, annehmen, einschreiben. Es war am Ende nicht die Mehrheit. Damit kann man leben. Am Ende ist es ein fantastischer Erfolg und ein toller Erkenntnisgewinn. Wir wären natürlich gerne Welterbe. Aber wenn wir knapp davor das Siegel nicht bekommen, können wir auch mitleben. Ja, also Nachbesserung ist aber ein anderes Thema. Das Komitee hat ja die Möglichkeit zu einer Nachbesserung gegeben. Darüber wird ja jetzt noch beraten. Wir werden uns das noch überlegen in aller Ruhe, aber die Tendenz ist eher, dass wir sagen, das hat eigentlich jetzt keinen Sinn, wenn man die gesamtpolitische Situation sieht bei der UNESCO, die sagt, ja, ja, Schlösser und Gärten haben wir jetzt eigentlich genug in Europa. Das ist jetzt so, das müssen wir einfach ein Stück weit akzeptieren. Es ist Pech für uns, dass wir nach 14 Jahren genau in der Sitzung genau das gesagt bekommen. Aber wenn es so ist, dann ist es halt so. So ganz ist wohl noch nichts entschieden, denn die Kommission hat die Entscheidung noch einmal aufgeschoben. Stadt und Land könnten einzelne Punkte des Antrags überarbeiten und noch einmal vorlegen. Das ist aber offenbar nicht beabsichtigt. Mehr Glück hatte da offenbar Bayreuth. Das markgräfliche Opernhaus war in einer einstimmigen Entscheidung in die Welterbeliste aufgenommen worden. Damit gibt es in Deutschland nun insgesamt 37 Welterbestätten. Spezialgebiet, das war gestern Morgen auch dann in die Diskussion in der Schweizer.
Experten aus 180 Ländern hatten an der Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees teilgenommen. Mehr als 30 Anträge von Natur- und Kulturstätten aus aller Welt waren eingegangen.